So, wir sind ja am Stand von SPL, wo Ralf Reichen gerade eine tolle Gitarrenperformance liefert. Die Firma SPL hat sich in den letzten Jahren relativ intensiv mit Gitarren und Gitarrenvorverstärkung beschäftigt. Und in diesem Sinne stellen sie dieses Jahr den neuen Capulator vor. Ralf Reichen von SPL, hallo. Hi. Erzähl mal ein bisschen was über dieses neue Wundergerät von SPL. Ja, Capulator ist ein Gerät, um auf der Bühne unabhängig zu sein, um ein Speaker-generiertes und Mikrofon-generiertes Signal zum Mixer zu schicken. Ihr braucht kein Mikrofon mehr, ihr braucht nichts mehr an Mikrofon-Preamps oder sowas. Ihr könnt komplett auf den Mixer gehen oder auch auf ein Interface. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, über einen regelbaren Power-Soak live auch die Box zu regeln, die unabhängig von dem restlichen Signal ist. Also komplette Lösung auch für Recording, für Quick-Settings, sowohl live als auch im Studio. Und das Ganze diesmal zu einem super akzeptablen Preis, nämlich 599 Euro. Ich verstehe schon. Ihr habt jetzt vor 2 Jahren schon den Transducer hier auf der Musikmesse vorgestellt. Was sind denn da jetzt die konkreten Unterschiede und lassen sich die beiden Geräte eventuell auch parallel betreiben? Man kann sie parallel betreiben, da wir weiterhin analog fahren, keinerlei Latenzen haben, kann man beide Geräte direkt auch miteinander verbinden. Wir haben auch die Möglichkeit, die Phase zu drehen, deswegen gibt es keine Phasenunkonkretheiten. Der Transducer war natürlich der Technologiegeber, aber wir haben diesmal darauf verzichtet, Mikrofonsimulationen mit einzupacken. Das heißt, wir haben ein Preset gewählt, wie wir glauben, dass es gut funktioniert. Ja. Beim Transducer ist es ansonsten noch möglich, dass man halt eben Cabinets wählen kann, also Open oder Closed für verschiedene Charaktere und dann halt eben Modern- und Vintage-Style Voicings. Vintage ist ein bisschen smoother vom Ton her, die modernen Sachen sind halt, gehen ein bisschen mehr halt richtig auf die Fresse so. Ne? Und ja, wie gesagt, ansonsten, so wie wir das Leistungssignal von den Amps generieren, ist das genauso wie beim Transducer, dass wir halt eben über unseren speziell entwickelten Trafo gehen, den wir vom Burkhard Lehle bauen lassen. Ralf, ich danke dir, ich wünsche dir noch viel Spaß und jetzt zeig nochmal, was das Teil hergibt.